So, ich wollte heute mal mein Trainingsfootage, was ihr sehen werdet, so ein bisschen erläutern dazu. Generell heute war irgendwie ein ziemlich beschissener Tag. Ich habe halt irgendwie, ich musste halt arbeiten vorher. Und mir steckt der Insanity Meat doch noch in den Knochen. Also ich bin halt einfach noch echt ziemlich kaputt. Es wird immer noch nicht ganz wieder auf der Höhe, wo es eigentlich sein sollte, aber gut. Ich hatte halt so Bock, wieder zum Training zu gehen, dass ich mich ja am Anfang der Woche quasi komplett zerschossen habe beim ersten Training, also relativ schwer und relativ intensiv gebeugt habe und dann auch mit einem Wiederholungsbereich, den ich sonst nicht gemacht habe, also 10er Wiederholung, und hatte bis gestern einfach den unfassbarsten Muskelkater des Lebens. Heute stand aber wieder Beine dran. Das heißt, ich habe gestern extra einen Rest-Day gemacht. Eigentlich hätte ich gestern schon Beine machen müssen, aber das war nicht möglich. Und deswegen habe ich halt heute Beine gemacht und heute stand Deadlifts auf dem Programm. Das erste Mal wieder relativ schwer nach dem Wettkampf. Also Samstag habe ich noch auf dem Wettkampf Deadlifts gemacht und am heutigen Samstag, also eine Woche später, fange ich jetzt wieder an, schwer zu heben. Habe 155 Kilo genommen für 4x6. Danach habe ich noch für die Beinvorderseite noch Front Squats gemacht. Habe ich aber schon gemerkt, dass einfach der Kopf heute nicht so da ist. Und wenn der Kopf nicht da ist, dann kann man nicht so gut grinden. Also bei mir ist das zumindest so. Das heißt, ich musste nach dem zweiten Satz einfach anstatt 6 Reps 4 Reps machen und habe dann auch im letzten Satz einfach nochmal das Gewicht reduziert, weil es einfach nicht klar ging vom Kopf her. Ich hatte nämlich auch noch übrigens auch noch Muskelkater. Den kann man sich übrigens ganz gut raus erwärmen, aber er war halt immer noch da. Also meine Beine waren immer noch nicht ganz on fleek. Da habe ich noch Hip Thrusts gemacht für das Gesäß und für die Beinrückseite und dann noch Waden und Bauch. Und ich werde jetzt nach Hause fahren, hoffe, dass ich überhaupt einen Parkplatz finde, weil in Hamburg spielen heute die Rolling Stones und das in meiner Gegend. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich keinen Parkplatz finden, aber drückt mir die Daumen und dann wird schön gespachtelt. Ich glaube, es gibt Ofenkartoffeln und einen Hüftsteak. Ich gönne mir auf jeden Fall. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wahrscheinlich im morgigen Teil, weil morgen wird dann wieder trainiert, also am Sonntag, nachdem ich erstmal eine Runde geschlafen habe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.